kommt der Nikolaus eigentlich her? Und dann auch noch Anfang Dezember. Der Nikolaus kommt ursprünglich aus Myra, einer Stadt in der Türkei, vor langer, langer Zeit. Und da war er Bischof. Aber in Myra herrschte eine große Hungersnot. Und der Bischof Nikolaus, der ist in den Hafen gegangen, hat gewartet, bis ein richtiges Schiff kam, ein großes Schiff, ein Segelschiff. Und das hatte Getreide geladen. Und er hat dann dem Kapitän gesagt von dem Schiff, ich gebe dir alles Gold, was ich habe in der Kirche, aber gib du mir bitte das Getreide, denn wir haben nichts zu essen. Und somit ist der Nikolaus in seine Kirche gegangen, hat alle goldenen Geräte geholt, Kerzenleuchter und alles, was er finden konnte, und hat das dem Kapitän gegeben, um dann Getreide zu haben. Und daraus wurde dann Mehl gemacht und Brot gebacken. Und somit hatten die Leute dann wieder zu essen. Aber die Leute haben das nicht vergessen. Und somit hat dann der Nikolaus ewig weitergelebt. In den Gedanken, in den Köpfen der Kinder, in den Köpfen der Eltern und Erwachsenen. Und weil er für die Kinder gesorgt hatte, nicht für die Erwachsenen, nein, für die Kinder, bekommen auch die jedes Jahr etwas vom Nikolaus, eine Kleinigkeit. Nur in diesem Jahr kann der Nikolaus selber nicht nach Emstetten kommen, denn wie ihr ja alle wisst, haben wir eine Corona-Pandemie und wir müssen aufpassen, was wir dem anderen antun, dass wir Abstand halten. Und so hält auch der Nikolaus Abstand und kommt in diesem Jahr nicht nach Emstetten. Aber ich verspreche euch, im nächsten Jahr ist er wieder da. Und dann hat er auch wieder kleine Geschenke für große Kinder. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute, gesunde Zeit. Habt aber auch Respekt, Respekt vor Mama, vor Papa, vor den Geschwistern, vor allen anderen Kindern, vor den Erwachsenen, aber auch vor der Umwelt an sich, vor eurem Zuhause, vor der Schule, vor allen anderen Menschen. Das wünsche ich euch. Und somit sage ich, tschüss, bis zum nächsten Jahr. Wir sehen uns wieder in der Stadt. Tschüss. Ja, gut.